Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Station Years. Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich habe unten den Filtrationsraum endlich fertig geschweißt. Das hat mich gerade echt Nerven gekostet. Und letzte Folge habe ich mich doch verrechnet. Und hat tatsächlich doch noch ein Stahlgerüst gefehlt gehabt. Aber ist nicht so schlimm, das habe ich jetzt auch noch schnell gemacht. Wie man sieht, haben wir wieder ziemlich viel Pascal drin, Druck drin. Was ich eigentlich nicht wollte, aber die Tür ist da offen. Und wie man sieht, der hat mich sowas von da rausgeschleudert, wo ich kurz raus musste. Dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. Ja, man hört's, hier ist noch ordentlich Druck drin. Ja. Dies ist unser Raum oder dies wird unser Filtrationsraum. Wir haben alles zu, hoffentlich. Und hier, der hier, glaube ich, war das, der noch gefehlt hatte. Da habe ich mich doch um einen verrechnet gehabt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben es gemacht. Und gut ist. So, wie gesagt, fertig. Also Schweißen hier, das nervt mich jedes Mal. Vor allen Dingen, man sieht hier, ich bin einmal irgendwo gegengeklatscht, deswegen habe ich mein Reparaturband dabei. Naja, genau an dieser Stelle merkt man halt schon den ordentlichen Druck. Ja, wie man sieht, habe ich hier auch Gold. Da war eine schöne Goldquelle. Die habe ich mir dann mal angezappt. Dachte mir, nee, bevor ich das alles vergrabe, nehmen wir uns das alles mal schön mit. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann, ne? So, dann haben wir Kupfer. Kupfer tue ich jetzt mal hier mit rein. Kupfer war da auch noch so ein bisschen mit dem Mank. Da müssen wir uns nochmal ein extra Schränkchen machen eigentlich. Gut, achso, da oben haben wir ja auch noch Gold. Hier, die schlossen wir dann auch mal hier. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir uns an die Filteranlagen ranmachen. Denn ich will alles filtern, was es so gibt, natürlich. Wobei, was müssen wir schon großartig filtern? Hier ist so gut wie gar nichts hier oben, oder was? Wir gucken mal, was wir brauchen. Oh, hier ist auch so ein Druck. O2, N2, CO2, H2, X, es macht genau 5. Und dann haben wir 6, ne? Hier haben wir 6. 1, 2, 3, 4. Wir haben sogar 8. Dann würde ich vorschlagen, dass wir links und rechts die beiden wegnehmen. Die brauchen wir denn tatsächlich gar nicht. So, und dann nehmen wir nur die 5 hier. Die könnten wir eigentlich auch direkt nebeneinander stellen. Ne? So. Hier sind 2. Ups. So. 1, 2, 3, 4. Und den 5. machen wir noch hier hin. Gut. Wie ich das alles mache, weiß ich noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal die Filteranlagen. 5 Stück. Ja, Aufnahme läuft. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt habe. ja, hier habe ich mal wieder denselben Fehler gemacht, weil ich ja Stahl brauchte. Ich lerne es aber auch nicht mehr. Ich glaube, ich muss es noch höher stellen. Gut, atmosphärisch nennen die sich die Dinge. Atmosphärisch. Da brauchen wir Eisen, Gold, Kupfer. Gold haben wir hier. So, Gold, Kupfer, Eisen. Wie viel können wir jetzt bauen? 2. Hey. Gut, dann ist es halt so. Ich werde die hier mal stacken. Einmal, zweimal. Dreimal. So.
Ja, ich mache das jetzt einfach so, damit die mal vernünftig gesteckt sind. Zwar nicht so, wie ich es gerne hätte. So. So. 31, 300. Oh, passt. So. Dann nehmen wir die hier mal auf. Den nehmen wir mal auf. Den schmeißen wir hier wieder rein. Den schmeißen wir da rein. Was haben wir jetzt hier noch drin? Achso, Kupfer. 219 Kupfer. Die schmeißen wir hier rein. Das heißt, wir bräuchten noch Eisen. Eisen brauchen wir noch. Haben wir hier noch irgendwo Eisen drin? Hier noch. Wie viel Eisen brauchen wir? 10, wa? 10, das waren. Wie viel haben wir hier drin? Haben wir kein Eisen drin? Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen uns Eisen machen. In der Zeit baue ich die zwei hier mal auf, denn schon. Ah, die lassen nicht, sich nicht stacken, okay. Wir müssen jetzt mal drauf achten. Ich habe den Raum eigentlich viel zu groß gemacht, ne? So, wir müssen die hier bauen. Okay, es geht leider nur in eine Richtung. Das ist halt das Blöde daran. Ja doch, ich brauche die ja andersrum. Ich brauche die ja so rum. Weil ich muss ja an die Filterseite kommen. Das heißt, hier bauen wir einen hin. Jetzt hätten wir fast den falschen gebaut. Hier bauen wir einen hin. Dann haben die ein bisschen Luft. 1, 2, 3. Oder doch näher ran. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Ich habe den Raum viel zu groß gemacht. Mal gucken, vielleicht trennen wir das Ganze auch noch ab und dann machen wir hier raus noch gleich einen Schmelzraum, ne? So, achso, warte mal. Bevor wir Eisen machen, brauchen wir auch Eisen, ne? So, einmal 50, 100, 200. 200 sollten erstmal reichen. Kupfer haben wir noch. Stahl ist auch noch drin. Was war denn? Ja, ich glaube, nur Eisen hat jetzt gefehlt. Von der Menge her. Was wir noch machen können? Silizium können wir noch machen. Wir machen mal noch ein bisschen Silizium. So, 200 Silizium, 200 Eisen. Müssten mal bald wieder Eisen in eine Farm gehen. Da, aber Farm, das tue ich ohne euch. Das ist, nee, wir müssen raus. Lass mich raus hier. Gut, das ist offen. Der war zu. Den machen wir auf. Damit der ganze Schnurder raus kann. Genau. Ich habe immer Angst, dass ich hier stehe und dann plötzlich Strom kommt und dann mein Barren weg ist. Aber werden wir sehen, ne? Das werden wir sehen. So. Ah, komm. Geht er weiter mit dem Druck runter, oder? Ah, noch geht da was. Noch geht Temperatur noch raus. Ah, ist auch nicht mehr so viel. Ja, Druck steigt schon wieder. Können wir wieder zumachen. Das machen wir wieder zu. Dann schmeißen wir mal Apps. Ich wollte die Hälfte haben davon. Die 12 hier mal rein. Und dann haben wir wieder ordentlich was da. Ist zu.
Meiner. Gut, dann schmeißen wir den hier rein. Da reicht die Temperatur nicht mehr aus. Können wir aber gleich gebacken, ne? Machen wir gleich. Wir tricksen gleich wieder. Also wie immer, ne? Also, ja. Gut, dann machen wir den hier mal auf. Lassen den ganzen Schnodder mal raus. Weil, wenn man da zieht, dann geht's schneller, aber ich ziehe den jetzt nicht. Eigentlich müsste ich das alles mal aussammeln, ne? Eigentlich. Ich bin aber ehrlich gesagt zu voll. war der jetzt? Ach so, das war ja... Ah, wir haben da unten, ja, haben wir noch zwei Filter lang. Die kann ich ja mal abbauen. Fällt mir gerade so ein, weil ich das hier gerade so sehe. Nee, nee, nee. Das machen wir dann gleich noch. Dann sparen wir uns ja wieder ein bisschen was. Na gut, dann brauchen wir nur einbauen, weil unten stehen ja nur zwei. Die baue ich dann ab und baue die dann da unten ran. Weil das macht ja viel mehr Sinn. So. Der steigt wieder. Dann machen wir das Ganze so. Dann schmeißen wir den da rein. Und du bleibst bei mir. Und dann kann das wieder auf und dann kann das wieder raus. Ich hoffe ja, dass das bald hier mal ein Ende hat. Mir geht das tierisch auf den Senkel. Ja, ich wollte eigentlich ja mal ich sag jetzt mal vorab bauen. Auf meiner Angelwelt wollte ich ja diese eine Firnis mal bauen, um zu sehen, wie es funktioniert. Aber dann dachte ich mir, nein, das machen wir direkt gleich hier. So, dann kommt das hier rein und das hier rein. So, dann bauen wir nochmal einen davon. Ja, ja. Power low, dann machen wir dich voll. Dann bauen wir die zwei da ab. So. Warum mache ich das jetzt aus wieder? Also jedes Mal mache ich das aus. Und dann kannst du mal ein paar Röhrchen wieder machen, ne? Weil Rohre brauchen wir ohne Ende. Von daher. So. Ach nee, warte mal, dann können wir das so machen. Machen wir den so. Und so. Dann haben wir so beide in der Hand. Dann rennen wir mal eben drunter. Filter müssen wir dann natürlich dann auch noch machen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Wie wir was und welche Reihenfolge wir brauchen. So. So. Und hier einen hin. Und hier einen hin. Aber eigentlich sind die mir viel zu nah dran, ne? Die sind mir viel zu nah dran. Nee, das gefällt mir so nicht. Man hört die da oben. So, dann machen wir hier einen. Hier. Hier. Und hier hin. Jetzt habe ich vier, aber ich brauche fünf. Fünf brauche ich. Eigentlich müsste ich noch um eins verlängern, ne? Wo machen wir denn den fünften hin? Wir machen den hier hin. Mal gucken, wie das später dann aussieht, wenn wir soweit fertig sind. Vielleicht. Ja,
nee, hier, hier bauen wir den hin. Dann kann er hier so lang und dann wird schon irgendwie funktionieren. Gut, wir bauen jetzt uns erstmal Filter. Filter, Filter, Filter. Genau, warte mal. Mach mal Stopp hier. Ah. H2. Zweimal. CO2. Zweimal. N2. Zweimal N2. X zweimal. O2 zweimal brauchen wir gleich. Ach, N2O brauchen wir ja auch noch, wa? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir jetzt alle haben. So, O2. Was habe ich denn hier noch? Achso, ich habe noch. Mal, die packe ich mal eben dahin. Die sind nicht zum Wegschmeißen, keine Sorge. Dann haben wir zweimal N2. Dann haben wir zweimal H2. Dann haben wir zweimal X. Wir haben zweimal CO2. Ich habe sogar dreimal gemacht. Aber ist nicht schlimm, weil dann kann ich den hier austauschen. Der ist Müll. So. Nehmen wir mal gucken. Die sind wahrscheinlich auch noch so gut wie voll. Mir geht es so ein bisschen, damit ich so ein bisschen was habe. Wie war das jetzt? Da habe ich N2 drin. Also. Wie war denn das? Warte mal. Gas, Gas, Gas. War H2 und O2, ne? Ich muss mal loten gehen. Ich war H2, O2, ne? Gut, dass ich den noch nicht weggemacht habe. H2, O2, genau. H2, O2. H2, O2. Das müssen wir zusammen machen. Also direkt nebeneinander. Das heißt H2, O2, X. H2. O2. Da haben wir CO2. Wir machen das anders. CO2. Nee, X kommt zu N2. Und X. Gut. Dann kommt hier rot lang, weiß, grau, schwarz und gelb. Dann hätten wir noch N2O, aber N2O haben wir zurzeit gar nicht mehr. Also N2O ist so gering. Wir bräuchten eigentlich noch einen. Kann erstmal warten. Gut, das heißt, wir brauchen rot, weiß, grau, schwarz, gelb. Also erstmal rot-weiß. Rot-weiß sagt man immer an der Pommesbude, ne? Oder hat man früher gesagt, ich weiß gar nicht, wie man es heute sagt. Rot-Weiß, wenn man gesagt hat, einmal Pommes Rot-Weiß, wusste derjenige immer sofort Bescheid. Also Rot-Weiß war immer für Ketchup Mayo, ne? Hat man früher so gesagt, ich weiß nicht, ob man es heute noch so macht. Ich war schon ewig nicht mehr beim Imbiss.
So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Oh, der ist sogar noch voll. Der ist auch noch voll. Oh Gott. Die sind noch komplett voll. Ja, so gut wie voll. Auch noch voll. Alter Falter, sind die noch voll. Na gut, dann sind die noch voll. Dann ist es halt so. So, Farbe haben wir unten. Dann nehmen wir uns jetzt hier mal ein paar Röhrchen mit. Paar Möhrchen. So. Gut, dann gehen wir mal runter. Als erstes werde ich rot verlegen. Dazu heißt es einmal rote Farbe, bitte. So, Dankeschön. Ja, ich muss hier noch einen aufmachen. Müssen wir gleich mal gucken. Ich muss auf alle Fälle noch einen hier lang für den anderen Tank, der denn hier anfängt. Okay. Das wird dann braun werden. So. So, dann wollen wir mal ein paar Rohre verlegen, ne? Da haben wir uns ja schon die ganze Zeit drauf gefreut. So. 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 Nochmal einen abnehmen. Das habe ich nicht drauf geachtet. So. So. So, oh. Oh, leck mich doch am Arsch. Und so. Oh, Trottel. Machen wir es jetzt anders. So. So, dann passt es wieder. So, wir müssen. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Oh, was wollen wir? Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo wir nochmal aufmachen. Wir haben hier unsere Fünfe, also den da müssen wir aufmachen. Den machen wir auf. Okay. Das ist natürlich. Muss ich mal überlegen. Das ist eine Sache, was mir jetzt gerade gar nicht gut gefällt. Das wird mich ganz schön knapp werden. Obwohl doch, nee, es geht. Okay, alles gut, alles gut. Sollte funktionieren. Ja, Licht kommt hier irgendwann auch noch rein, also nicht wundern. Dann gehen wir hier. So. Ich muss ja auch ein bisschen gucken, wie wir. Oh mal, der geht denn daran? Okay. Gehen wir bis hier hin. So. Den müssen wir dann auch noch farblich machen. Das schon mal. Der erste ist schon mal so gut wie angeschlossen.
Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Dann holen wir uns mal die rote Farbe. Warte mal, jetzt mache ich mal eben hier so. So. So, die rote Farbe. Bei dem haben wir rot. Und dem haben wir rot. So, dann passt das. Muss man so ein bisschen mal auf die Zeit achten. Ja, das war erstmal unser Anfang mit H2. Das andere Röhrchen von... Ich habe hier immer viel zu viel. Der Mac gibt mir zu viel. Von dem hier, der wird braun werden. Oder machen wir Khaki? Machen wir Khaki draus. Ja. Und zwar geht das Ganze denn hier rein. Also. Dann werden wir noch Ventil wahrscheinlich hier irgendwo hinsetzen. Denn durch den da wahrscheinlich. 1, 2, 3. Nee, hier. Warte mal, den machen wir mal auf. Und dann schauen wir mal. Nee, Akkuschrauber. Genau. Mit Akkuschrauber. Ah, genau. Dann passt das ganz gut. Dann gehen wir hier. Genau, dann machen wir hier ein Ventil hin. Wobei, den Ventil können wir auch andere Seite dann dadurch und dann schließt er halt an, ne? Dann geht er durch. Ach, warte mal, scheiße. Den müssen wir doch einen höher setzen, weil wir müssen mit dem anderen hier unten lang. Das ist jetzt richtig gaga. Das ist richtig gegangen gerade. Lass mich mal kurz überlegen. Warte mal, wie kommt von hier? Wenn ich den einen höher setze. Dann gehen wir hier. Nehmen wir mal, wir gehen einen hoch. Dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier. Nee, passt. Das können wir so lassen. Wir müssen nur hier einen hochgehen. Wir müssen da tatsächlich einen hochgehen. Und dann war uns den hier mal. So. Und dann gehen wir hier lang. Ganz klare Sache. Und ich wollte erst einen hochgehen. So. So. Ja, ja, ist alles gut. So, dann reißen wir das hier wieder weg. Und dann kommt hier dieser sogenannte Kackrohr lang. Sag ich jetzt einfach mal. Und dann passt das. Ja. So machen wir das. So, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann schießen wir alles an. Ich hoffe, wir haben genug Rohre da. Ansonsten müssen wir uns noch ein bisschen was machen. Und ich hoffe, dass dann in der übernächsten Folge dann unser Ofen endlich steht. Damit wir keine Probleme mehr haben. Einfach nur da reinschmeißen. Dann soll er für uns machen. Und dann leck Arsch. Ne? Also, bis dahin. Ich bin für heute raus. Euer Semi-Gamer. Ciao, ciao.